Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde des Fachverbandes Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, FADAF. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie heute anlässlich des Festkolloquiums des Fachverbandes Deutsch als Fremd- und Zweitsprache und anlässlich des Jubiläums seiner Schriftenreihe hier in Göttingen begrüßen zu dürfen. Als Frau Middeke mich im Oktober 2018 zum ersten Mal kontaktierte und mir ihre Ideen zum geplanten Jubiläum vorstellte, da klang das noch nach einer eher kleinen internen Veranstaltung. Ich glaube, wir hatten 3 Redner geplant. Und ich bin mehr als beeindruckt, wenn ich jetzt hier ins Plenum schaue und auch entsprechend aufgeregt. Gerade für die internationale Germanistik ist dieses Angebot von unschätzbarem Wert. Und natürlich hat auch unser Spitzenreiterthema Fach- und Berufssprache Deutsch viel mit dem Thema Integration zu tun. Wie eingangs gesagt, ist die Reihe MADDAF auch ein Spiegel der Fachgeschichte. Eine Buchreihe herauszugeben, inhaltlich und optisch zu gestalten, ist eine sehr, sehr spannende, fordernde und hochkommunikative Aufgabe. Gewiss wären ohne die kongeniale Zusammenarbeit mit dem Göttinger Universitätsverlag, vor allem mit Frau Papst und Frau Lepschi, 23 Bände in der Qualität in 15 Jahren nicht zu schaffen gewesen. Ich habe mal ganz schnell eine Google-Recherche gemacht. Was passiert eigentlich, wenn man jetzt, nachdem es das Fach so lange gibt, DAF Deutschland, DAF Österreich, DAF Schweiz eingibt? Das ist immer das Gleiche. Und Gespräche mit Politikern oder Beamten aus den Ministerien Berlins, die man über diese Themen führt, sind inzwischen auch ganz anders, als das vor 10 Jahren war. Wir dürfen angesichts unserer großen Erfolge und unseres Tages der Feier heute hier nicht in allzu viel Selbstgefälligkeit verfallen. Wir sind ein stabilisiertes Fach, wir sind inzwischen ein relativ großes Fach. Wir werden in Zukunft einiges zu arbeiten. Wir sind selber seit 3 Jahren mittlerweile Integrations- und Berufssprachkursträger und ich muss sagen, da hat sich mir eine ganz neue Welt aufgetan. Insgesamt ist das Feld der Integration, auch der Sprachintegration, ist unglaublich vielfältig. Es gibt wahnsinnig viele verschiedene Institutionen, die zusammenarbeiten, auch zusammenarbeiten müssen. Es ist unglaublich komplex. Das schlägt sich natürlich auch im Budget nieder, also zumindest in den Haushaltsplänen, wie man sie finden kann. Geht ungefähr knapp 1,2 Milliarden Euro in die Sprachförderung bei 4 Ministerien. Warum lässt man nicht Leute, die wollen, in solche Kurse? Ich denke, da ist viel zu tun und ich würde mir wirklich wünschen, dass man da in einen Dialog kommt. Was noch mehr möglich wäre, eigentlich gemacht werden müsste, aber ich muss auch irgendwo gehen. Ich spreche ja heute als Verfasser des 100. Bands der MADDAF-Reihe und da liegt es vielleicht gar nicht so fern, wenn ich meinen Vortrag damit beginne, Ihnen zu erzählen, wie ich überhaupt auf den Gedanken gekommen bin, ein Buch über Migration, Demokratie und Werte zu schreiben. Während es nämlich im Bereich von Deutsch als Fremdsprache primär um kulturbezogenes, auch diskursives Lernen geht, das heißt kurz gesagt, um die Adaption kulturellen Deutungswissens, muss sich der DATS-Bereich auch mit der Frage beschäftigen, wie affektives bzw. normatives Lernen funktioniert. Ich lade Sie aber natürlich herzlich ein, wenn Sie an solchen Beispielen und auch an einer weitergehenden theoretischen Kontextualisierung meiner empirischen Arbeit interessiert sein sollten, zu meinem Buch zu greifen. Dankeschön.